Wir grüßen euch ganz herzlich aus Radolfzell und möchten euch heute den Wohnmobilstellplatz Mettnau vorstellen. Viel Spaß dabei! Der Stellplatz befindet sich am Rand des Zentrums der Stadt. Er hat 31 Stellplätze zur Verfügung. Es gibt eine Fähr- und Entsorgung, es gibt eine Stromversorgung sowie ein Sanitärgebäude. In der Zeit zwischen dem 1. Mai und dem 30.09. kostet der Platz 15 Euro, in der restlichen Zeit 8 Euro. Hinzu muss man eine Kurtaxe von 2,80 Euro pro Person rechnen. Für 1 Euro bekommt man 100 Liter Frischwasser. Der Strom kostet derzeit 60 Cent pro Kilowattstunde. Und die Bezahlung erfolgt über ein Abrechnungssystem am Automaten. Das heißt, man muss für eine Servicekarte noch eine Gebühr von 10 Euro hinzurechnen, die man bei der Abreise wieder erstattet bekommt. Eine Anreise ist rund um die Uhr möglich. Man muss jeweils zum Folgetag 12 Uhr seinen Platz wieder verlassen bzw. ein neues Ticket buchen. Die Aufenthaltsdauer ist auf 3 Tage beschränkt. Wir finden es prima, dass man auch an die Tagestouristen gedacht hat, denn unmittelbar an dem Übernachtungsplatz befindet sich ein Parkplatz, an dem Wohnmobilisten für 4 Stunden ihr Fahrzeug kostenlos abstellen können. Der Stellplatz ist parzelliert und befindet sich in der Nähe eines Wohngebietes und eines Anwohnerparkplatzes, sodass mit entsprechenden Geräuschen zu rechnen ist. Knapp 10 Minuten zu Fuß ist es vom Stellplatz aus bis an den Bodensee. Dort findet man Badestellen oder wie hier einen Spielplatz, der leider aufgrund des Wassermangels trockengelegt werden musste, für Kinder vor. Oder man kann an der Strandpromenade schön spazieren gehen. Hier ist ein Veranstaltungsort. Es gibt verschiedene gastronomische Angebote, die aber um die Uhrzeit, als wir dort waren, bereits geschlossen hatten. In diesem Jahr besonders auffällig ist der Umstand, dass der Bodensee so wenig Wasser wie schon lange nicht mehr um diese Jahreszeit führte. Dieser freundliche Herr ist sonst vollständig von Wasser umgeben. Ein Bild, das man schon lange nicht mehr gesehen hatte. Hier noch ein paar kurze Sätze zur Stadt Radolfzell. Sie hat ca. 31.000 Einwohner mit allen Eingemeindungen. Sie wurde 826 vom Bischof von Verona mit Namen Radolf gegründet, damit der Namensgeber der Stadt, und sie befindet sich 20 Kilometer von Konstanz und 10 Kilometer von Singen entfernt. Wir hoffen, dass es euch wieder gefallen hat, würden uns über ein Like, ein Abo oder einen freundlichen Kommentar sehr freuen und verbleiben bis zum nächsten Mal ganz herzlich Aloisia und Joachim.